Ui, da bin ich aber in eine Falle geraten. Hier geht's weiter mit zwei Kämpfen. Oh wei, da bin ich im letzten Part ja ausgerutscht. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eingeladung zu einem neuen Part Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst, dem Vorletzten, wenn ich richtig sehe. Ja, müsste so sein. Ich habe jetzt vor, hier noch erstmal aus den Kämpfen hier herauszukommen und Richtung Kampfbaum zu gehen. Der liegt dort in diese Richtung. Der müsste da nicht mehr weit sein. Dann werde ich heute noch den großen Kampf gegen... Nein, ich verrat's nicht. Dann wird es noch einen großen Kampf vor dem Kampfbaum geben. Wer Pokémon Sonne geguckt hat, der weiß es. Und dann werden wir noch ein Part im Kampfbaum machen und dann war es das auch schon. Also rein rechnerisch ist das heute der vorletzte Part. Also auf geht's! Ein Doppelkampf gegen zwei Routentrainer. Das heißt, es wird nicht allzu schwer. Ein Kokobai aus Kanto und ein Kokobai aus Alola kämpfen. Feind, ein magischer Moment. Da wäre ich mir nicht ganz so sicher, aber ja gut. Es gibt magischere Momente, aber in Ordnung, wenn du meinst. Szenario, aber mit seinem witzigen Kokobai will mich einfach nicht in Ruhe lassen. Ah, okay. Da kämpfen jetzt zu zweit. Widerwillen. Die Dame möchte scheinbar nicht mit ihm kämpfen, aber er drängt sich ihr irgendwie auf. Ja, ein schönes Duo. Ein Alola Kokobai. Nicht ein Kokobai Alola, sondern ein Alola Kokobai und ein normales Kokobai. Wundervoll. Die können wir, glaube ich, beide mit Feuerattacken besiegen. Jo, und Nitro-Ladung. Auf geht's. Galoppa setzt Nitro-Ladung ein. Warts. Teilchen wird das normale Kokobai besiegt. Level 59. So, da war es nur noch das Alola-Kokobai. Level 63 für Steve. Schön, schön. Nitro-Ladung auf das Alola-Kokobai. Ich wollte gerade sagen, und auch das ist Geschichte, aber ja, das hält ein bisschen was aus. Das Alola Kokobai. Oh wei, oh wei, oh wei. So, Galoppa nochmal Nitro-Ladung. Nitro-Ladung auf Kokobai. Das Alola Kokobai. Das war's wohl. Da haben wir sie beide besiegt. Sochen. Können wir da mal weiter. Ich bin schon völlig zufrieden damit, Kokobai zu sehen. Da brauche ich nicht auch noch zu gewinnen. Was war das? Ich glaube, unsere Kokobai haben sich gerade mittels Telepathie unterhalten. Zwangvieh gewinnt 5.428 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen die beiden Trainer hervor. Sehr schön. Können wir dann mal. So, in die Richtung geht es weiter voran. Vorausgesetzt, ich komme mal weiter. Ja. Einmal die richtigen Wege nehmen. Und nicht hier irgendwo stecken bleiben. Hui! Mehr Trainer. Ein Item. Ein Machtreif. Hui! Ja! Ich würde gerade sagen, Trainer aus dem Weg gehen. Da haben sie mich überrascht. Ich bin nicht einfach nur ein Urlauber. Ach, schon wieder ein Urlauber. Das sind verdammt viele Urlauber. Was machen denn Urlauber hier am Kampfbaum kurz vor der Felsenregion? Natürlich kurz vorm Kampfbaum an der Felsenregion. Ach, meine Fresse. Habe ich die Wörter verwechselt? Die Buchstaben verbuchselt? Ne, nicht wirklich, aber die Buchstaben verwechselt. Auch das nicht. Verdammt. Schlagbohrer auf Vulona, ein majestätisches Tier. Das Vulona, ein majestätisches Pokémon. Aber es wurde sehr schnell besiegt. Ruhe Salat auf Kleinstein. Bats.
Das bringt ja ordentlich was. Und Badrunz, Kleinstein wurde zack die Guster besiegt. Effektiv zweimal getroffen und ja, bravissimo. Ach, haben die noch Pokémon? Ja gut, ein Sandamer. Und ein Giorok. Okay, die Weiterentwicklung. Die haben noch drei Pokémon insgesamt. Ja gut. Na dann, kämpfen wir mal wie gewohnt weiter. Los, Schlagbohrer. Galopper. Besiegt Georg. Oder auch nicht. Robustheit wirkt. Oh man. Ja, zum Glück hat Steve das Rest getan. Das Rest. Mensch, was ist denn heute los? Faire Zeit ist mir. Heute wird es einige Kämpfe geben. Jo, was? Der hat wirklich die ganze Entwicklung im Team. So, Kugelsalat auf ihn und Stromstoß ist wirkungslos. Nitroladung auf Dio, was? Mal schauen, was es bringt. Nitroladung. Okay, nicht so viel wie erwünscht. Aber es bringt zumindest etwas. Kugelsalat von Steve. Ja, könnte mehr bringen. Aber ja, gut. Bin zufrieden. Steve wird geschadet. Steinkante wird abgewehrt. Los, Kugelsalat. Ja, versuch's mal weiterhin. Hauptsache, es klappt mal irgendwas. Flammenblitz. Bringt zwar Rückstoß, aber was soll's. Ich hoffe, es wirkt ein bisschen. Ja, es wirkt nicht nur ein bisschen, es wirkt sogar ziemlich viel. Auf Geowatt. Rückstoß. Verdammt. Kugelsalat. Los, hau rein. Ja. Wirkt nicht so ganz, wie ich es will, aber ja. Letztendlich hat es gebracht, das, was es sollte. Nämlich den Sieg über Sandama. Steve erhält ein neues Level. Level 64. So, Erfahrungspunkte werden auch dem Rest des Teams zugeteilt. Endlich hatte ich mal wieder einen starken Gegner. Dafür allein hat es sich schon gelohnt, nach Alola zu kommen. Sowas, das nenne ich mal eine Entdeckung. So viel gebündeltes Talent findet man nicht auf den Alola. Zwangfee gewinnt 7080 Pokémon Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen die Urlauber hervor. Jo, dann mal weiter Richtung Kampfbaum. Ja. Dran vorbei. Verdammt, geht wohl nicht. Muss gegen jeden kämpfen oder was? Pokémon sind mein Milchtier. Und ich wende mein Wissen natürlich auch im Kampf an. Na dann, dann wende mal dein Wissen im Kampf an. Da wünsche ich dir viel Spaß. Taro fordert dich heraus. Ditto. In Ditto. Das Formwandler-Pokémon, das sich gleich ins Steve verwandelt. So schaut's aus. Wenn ich es nicht vorher besiege. Nein, es verwandelt sich sofort. Auweia. Da kämpfen wir wohl gegen Steve. Und was würde Steve tun, wenn er gegen Steve kämpfen würde? Eine philosophische Frage. Aber es ist ja ein Ditto. Ja, nicht vergessen, es ist ein Ditto. Es lässt sich besser besiegen. Es übernimmt ja nicht alle Fähigkeiten des Gegenübers. Das Ditto, wenn es sich verwandelt. Aber es übernimmt die Attacken des Gegenübers. Deshalb ist das ja ein bisschen knifflig. So, aber das Ditto wurde besiegt. Das war's wohl. So, und da kommt das letzte Pokémon des Vorschlags. Ein Porygon Z. Porygon Z oder Porygon Z. Download von Porygon Z wirkt. Was downloadet der denn? Das würde mich mal interessieren, was downloadet der denn da? Seine Attacken oder was? Ladungsstoß hat er wohl gedownloadet. Steve wurde besiegt. Den Tod von Steve hat er downloadet. Ja. Kann man auch machen. So, Galoppa. Wir müssen uns dran erinnern, wir müssen dran denken, das war vor dem Kampf, vor dem Kampfbaum. Diesem ominösen Kampf, der wahrscheinlich eh im
Titelbild, also im Thumbnail zu sehen ist. Aber was soll es? Du versuchst die ganze Zeit zu verschweigen. Du kennst dich mit Pokémon ja richtig gut aus. Mehr sogar noch als ich. Ich bin beeindruckt. Zwangfee gewinnt 2928 Pokémon-Dollar und geht sich aus dem Kampf gegen den Forscher hervor. Pui, da wurde die Luft knapp. Ja, wir müssen vor dem schweren Kampf jetzt hier nochmal das Pokémon-Team heilen. Das heißt, Tränke und so weiter alles einsetzen. Beleber, Tränke, das Team auffrischen, damit es auch ordentlich kämpfen kann. Galoppa ist dran. Kämpft gegen das wilde Pelipper oder auch nicht. Flieger. So, da haben wir ein Item, ein wildes Item. Megablock. Was auch immer. So, eine Trainerin vorbei. Ja. Nein, das ging nicht ganz, aber wir sind fast da. Ich bin eine Backpackerin. Ich tue, was mir gefällt. Und das von früh bis spät. Heute steht mir das in einem Kampf mit dir. Von mir aus. Wenn dir heute nach Selbstverletzung zumute ist, kann ich da nichts tun. So soll es sein. Ich werde deinen Ambidriffel besiegen und den Kampf ein Ende setzen. Ein Galoppa vs. Ambidriffel. Shiny Galoppa Level 100 vs. Ambidriffel Level 160. Wie wäre es denn mit Nitro-Ladung? Wie würde das denn aussehen? So würde das aussehen. Sehr effektiv würde das aussehen. Damit wäre Ambidriffel besiegt. Backpackerin Angela? Hieß die Angela? Lass mich da was verlesen. Hoffentlich hieß sie nicht Angela. Aber wie komme ich da drauf? So fühlt es sich also an, wenn man verliert. Ich weiß noch nicht, ob ich diesem Gefühl etwas abgewinnen kann. Zwangfee gewinnt 1464 Pokémon der neuen Siegreich aus dem Kampf gegen die wilde Backpackerin hervor. So, und voran geht's. Oh nein, nicht der nächste Kampf. Doch, der nächste Kampf. Das schickst du zu werden, mag den unerreichbaren Traum sein. Versuchen werde ich's aber. Dann versuch es mal. Indem du mich besiegst. Naja, das wirkt wohl nichts werden. Schwarzguts Takuma. Takuma Matata oder was? Galoppa ist dran. Schon wieder. Ach, das ist doch das Pokémon Flying Press. Was hat denn Pokémon Y, dieser nervige Attacke namens Flaming Press? Stromstoß! Mach's alle! Resladero heißt das Pokémon mit Flaming Press. Merken? Resleneradro. Ah, kann ich mir jetzt schon nicht merken. Solche schweren Namen. Machomai! Das Pokémon kann ich mir merken. So, das ist bekannt. Unter Umständen auch schwer zu besiegen, wenn man es denn gut trainiert. Aber das mag ich zu bezweifeln, dass dieses Machomai gut trainiert ist. Ja, wenn es gut trainiert ist, kann es ein ganzer Kodos sein. Sehr schwer zu besiegen sein. Aber ja, so schaut's aus. Wir haben es mit einem Zug geschafft. Ah, ich bin einfach zu schwach. Ich muss jetzt noch länger trainieren. Zwangfee gewinnt 1984 Pokémon-Dollar und geht sich aus dem Kampf gegen den Schwarzgurt hervor. Hakuna Matata, sage ich da nur. Wir haben den Tuma Matata oder sowas besiegt, wie der hieß. Schien ein japanischer oder chinesischer Name zu sein. So. Top-Genesung haben wir gefunden. Und ich sehe was, was ihr nicht seht. Und das ist der Kampfbaum. Wir sind schon fast angekommen. Schaut es nach einem Doppelkampf aus. Oh, oh, mein Team und ich. Wir kämpfen an einem Tag. Gut und gerne 50 Mal. Kommen denn so viele Leute hier vorbei? Wenn man wie Tag ein, Tag auskämpft, gehen einem schon mal die Gegner aus. Ach, die Gegner gehen einem aus. Nicht die Pokémon. Die schwachen Pokémon. Ach du Schande. Wie viele Pokémon haben die denn? 6 zusammen, jeder 3. Oder was? Oha. Eine Endprüfung. Bevor die große Endprüfung kommt. Na denn. Galoppa und Hoodie. Sind wohl die letzten Überlebenden oder was? Schaut fast so aus. Galoppa hat nur noch wenige KP. Ich sollte mal einen Trank einsetzen. Das wäre vielleicht ratsam. Ein Hypertrank. 9 habe ich noch davon.
So, Rudi, du wirst mal Laubklinge einsetzen auf Kurelei. Ja, sollte zumindest effektiv sein. So, mal sehen, wie viel der Hypertrank bringt. Nicht viel, aber ja, besser als nichts. Lichtschild. Hoffentlich kann ich trotzdem noch einsetzen. Laubklinge. Zack, Kurelei besiegen. Ja, nicht ganz. Nun muss man noch einmal Schlagbohrer ist effektiv auf Hundämon. Also los. Laubklinge auf Kurelei. Das kriegen wir hin. Hau drinne. So, Schlagbohrer. Zack, Hundämon besiegt. Ja, den spricht man Hundämon aus. Nicht Hundemann, sondern Hundemann. So, da hält es sich selbst. Verdammt. Laubklinge, das könnte knapp werden. Ja, wird es auch. Ein KP hat es noch. Oder zwei. Ramot. Alter, was ist denn das für ein hässliches Vieh? Meine Fresse. Verbrennt es. Nitro-Landung auf Ramot. Und nochmal Laubklinge auf Kurelei. Damit wir es mal besiegt haben. Komm, Nitro-Landung. Verbrutzel es. Sieht aus, als könnte es Schaden anrichten. Schlimmen Schaden. Sieht gefährlich aus. Sonnentag. Okay. Und was wies der denn damit? Sonnenlicht wird stärker. Schön. Damit es nicht so dunkel draußen ist am Tage. Nützliche Attacke. Wird man nicht so leicht depressiv. So, da haben wir Magbrand. Oh wei, ich habe einen Pflanzen-Pokémon im Kampf. Und ein Elfhuhn. Scheint die Weiterentwicklung von Baumball zu sein. Wenn ich mich nicht komplett irre, ist es das. Der wird mit einer Feuerattacke besiegt, der Elfhuhn. Und der andere mit einer anderen Attacke. Rechte Hand. Applaudiert jemand. Aha. Nitro-Ladung. Elfhuhn wird besiegt. Ja. Okay. Das war's mit Elfhuhn. So stark war der gar nicht. Ja gut, das hatte ich auch schon erwartet. Feuerschlag. Oh wei. Es war klar, dass der das auf Rudi einsetzt. Nein. Mist. Da hätte ich nur noch Pikachu und Galoppa am Team. Ja. Wir wollten das Team E vor dem Kampfbaum geschehen nochmal heilen. Daher, ja, müssen wir nur diesen Kampf überstehen. Dann hat sich das. Dressella wird natürlich von Galoppa besiegt. Mit ihrer Feuerattacke und Eisenschweif auf Magbrand. Mal schauen, was Eisenschweif so bringt. Naja, ich bin da eher ein bisschen pessimistisch, was das Eisenschweif angeht. Aber die werden es schon schaukeln, das Ganze. Denn das Kind schon schaukeln. Eisenschweif. Na komm. Na verdammt. Habe ich mir aber mehr erwartet. Ein bisschen mehr habe ich mir schon erwartet. War schon sehr pessimistisch, aber hab mir doch mehr erwartet. Nein, Pikachu. Oh oh. Paralysiert. Wir haben noch Galoppa, aber Galoppa ist auch sehr schwach. Oh wei. Stromstoß. Auf Magbrand. Na komm. Na komm. Na komm. Stromstoß. Bringen ihn zu einem Ende. Mach's fertig. Rückstoß. Oh wei. Das kann ja tödlich sein. Wenn ich KP hat und dann noch. Kennen wir ja. Top 4 haben wir das, glaube ich, erlebt. So, mal kurz heilen. Voll aufgeladenem Team in den schweren Kampf starten können, damit mein Team bereit ist. Ja, heilen ist besser als leiden. Ein Herrschersticker. Oha. Du ziehst den Herrschersticker ab und nimmst ihn dir mit. 68 Herrschersticker haben wir schon auf der ganzen Insel in Wanderschaft gesammelt. Na dann, auf geht's. Ich bin bereit. Ein Teddy Ursa. Im Hintergrund. Wir sind im Kampfbaum drin. Komm denn da. Von hinten an. Das sieht doch aus nach Rot und Blau. Lass mich raten, du bist Zwergenfee, oder? Ja. Wer soll ich denn sonst sein? Da siehst du's rot. Ich weiß eben Bescheid. Punkt, Punkt, Punkt.
Mein Name ist Blau und das ist Rot. Er redet nicht sehr viel. Freut uns, deine Bekanntschaft zu machen. Du bist schließlich der Chime von Alola. Gratulation. Wir waren auf... Aber in Kanto hat schon was so eine Begegnung unter Champs. Meinst du nicht auch Rot? Punkt, Punkt, Punkt. So gesprächig wie immer. Was? Wie dem auch sei. Ich bin jedenfalls ein Trainer. Und wenn ich einen anderen starken Trainer sehe, dann will ich auch gegen ihn kämpfen. Das wird gut. Wirst schon sehen. Gegen wen von uns beiden möchtest du antreten? Rot oder Blau? Oh, jetzt habe ich wieder die Qual der Wahl. Gegen Rot oder gegen Blau kämpfen. Rot hat auf jeden Fall einen Pikachu. Ein Blau hat es nicht. Ich habe aber einen Pikachu. Ich glaube, Rot hat eher die Feuer-Pokémon und Blau die Wasser-Pokémon, wenn ich nicht komplett irre. Man sieht seine Farbe. Ich würde es mal gegen Rot versuchen und ja, vielleicht versuchen wir es dann nochmal gegen Blau, wenn wir verlieren. Auf geht's, Rot, ich will dich. Pff, wenn du meinst, weil ich nicht nachtragend bin, mache ich sogar deine Pokémon wieder fit im Gegenzug. Ich erwarte nicht lediglich, dass du dein Bestes gibst. Scheiße, und ich habe gerade eben die ganzen Tränke und Belebe ausgegeben. Ich wusste es ja nicht. Ist ja schon eine Ewigkeit her, seit ich das in Pokémon Sonne gemacht habe. Ja, ist ja ungefähr gleich wie in Pokémon Sonne und... Ach, verdammt. Das hätte ich mir sparen können. Hätte ich mir aufheben können für den Kampf gegen Rot. Ja, shit happens. Jetzt wird gegen Rot gekämpft. Punkt, Punkt, Punkt. Ausrufezeichen. Ja. Gut. Pokémon Trainer Rot fordert dich heraus. Ich finde Thumbnail, auch wenn ich die ganze Zeit drum herum geredet habe. Das kommt in Thumbnail. Necrozma gegen Pikachu. Na, mal schauen, was daraus wird aus diesem Kampf. Ich bin gespannt. Phantom Gazir. Lichtschild. Okay. Das ist unter Umständen klug. Phantom Gazir. Okay, kann ich trotzdem einsetzen. Ist ja kein Schutzschild. Oh, okay, das ist gut. Das hat ihn fast weggehauen. Jubelkraft jetzt gleich mein Voltdeckel. Auwei. Ist auch sehr, sehr effektiv. Und ich bin paralysiert. Greift eventuell nicht an. Oh, Rückstoß erledigt ihn. Nice, wir haben ihn ganz schön besiegt. Jubelkraft ist fehlgeschlagen. Kein Pokémon da. Relaxo. Wir kämpfen weiter. Hat ja die typischen Kanto-Pokémon hier im Gepäck. Na komm, Phantom Gazir, davon haben wir 8. Attackenpunkte. Oder auch nicht, Necrozma besiegt. Das große legendäre Pokémon. Der Herrscher über das Licht. Möchte nur mal sagen. Und so viel dazu. Lässt sich von einem Pikachu und einem Relaxo besiegen. So, was haben wir denn hier? Bodengewalt. Na komm, Zygarde. Gib dein Bestes. Ja, okay. Eher enttäuschend. Die Attacke ist gar nicht enttäuschend. Ich verliere Odem. Mal schauen. Vielleicht bringt das etwas mehr. Nee, es bringt sogar weniger. Verdammt. Body Slam. Ja, die Attacke ist schmerzhaft. Vielleicht kann ich noch einmal einsetzen, dann kann ich nochmal Bodengewalt einsetzen. Mein Bestes geben. Mit Zygarde. Ja. RCS hat ihr Bestes gegeben. Ihr sein Bestes. Immerhin. Steve. Mein stärkster Kämpfer. Mein mutigster und tapferster Kämpfer. Und du bist an der Reihe. Nitronadung. Na komm. Mach mich stolz. Besiege das Relaxo. Ja, so viel zu besiegen. Verdammt. Auwei. Ist Steve nicht in Form oder ist das Relaxo so heftig? Totok. Auwei. Und nicht jetzt hier mit Bohrschnabel. Na gut, könnte schwäche Attacken gehen. Ich hätte auch Nitro-Ladung einsetzen können. Kugelsalat. Komm, das muss doch was bringen. Das ist eine Pflanzenattacke gegen Wasser-Pokémon.
Na komm, noch einmal. Na komm, weiter. Dreimal getroffen, verdammt. Ja, Lichtkanone. Steve besiegt. Die Hälfte meines Teams ist besiegt. Bei ihm ist erst ein Pokémon besiegt. Bei dem lieben Rot. Jo, sieht schlimm aus. Obwohl Relaxo ist schon angeknackst. So, Stromstoß auf Totok. Das dürfte doch was bringen. Na komm. Ja, nice. Totok wurde besiegt. Das müsste sein Standard-Pokémon gewesen sein. So, die erreichen Level 68. Schön, schön. Den brauchen wir noch. Bisaflor. Ach komm, das kriegen wir mit Galoppern locker hin. Easy, probiert sie. Na komm, hau es weg mit Nitro-Ladung. Schmeiß es weg. Verbrüssel es. Mach es zu Kohle. Oder zu Asche, genauer gesagt. Das, was halt noch von Bisaflor übrig bleibt, nachdem es verbrannt wurde. Bin ich gerade schon mit Level 77. Relaxo ist wieder da. Na dann. Diesmal ist ein Level 100 Galopper Shiny gegen dich. Das ist jetzt einfach mal Schlagbohrer einsetzt. Volle Möhre. Relaxo wurde besiegt. Nice. Das sieht gut aus für das Team. Lapras. Zwei Pokémon hat er noch, der Rot. Das kriegen wir hin. Das sieht doch nice aus. Und besser als ein Pokémon Sonne, da habe ich ein paar Anläufe gebraucht, um das zu schaffen. Jo, da war es noch einer. Schön, schön. Rückstoß. Ja, stimmt ja. Zwei Attacken, die Galoppa hat, bin ein Rückstoß. Glurak, das ist sein Starter-Pokémon, das ist sein stärkstes. Glurak wird besiegt durch Schlagbohrer. Nein, nein, stimmt ja. Schwebe. Ja, da war ja was. Haben wir schon mal gemacht, den Fehler. Jetzt lass ihn uns nicht nochmal fünfmal hintereinander machen. Stromstoß. Ja, die Feuerattacken, die werde ich wohl nicht nutzen. Und da war das Glurak auch erledigt. Das Glurak von Rot. Nice. Rückstoß ein bisschen, aber was soll's, wir haben Rot besiegt. Nice. Punkt, 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 Ausrufezeichen. Zwangvieh gewinnt 19.600 Pokémon Donner und geht sich gleich aus dem Kampf gegen Rot, den Champ von Kanto, hervor. Quatsch, in Pokémon Sonne haben wir Blau besiegt und jetzt haben wir nun Pokémon Ultramond Rot besiegt. Das ist doch was. Ist doch schön. Punkt, 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 Ausrufezeichen. Wir sind hierher gekommen, weil man uns die Leitung des Kampfbaumes anvertraut hat. Ja, wir warten an der Spitze des Kampfbaums auf dich, sofern du es überhaupt so weit schaffst. Nur so als kleine Vorwarnung. Bei unserer nächsten Begegnung machen wir ernst. Richtig, ernst. Punkt, Punkt, Punkt. Na dann. Lass uns wiedersehen. Ich werde im nächsten Part einen Kampfbaum-Part machen und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen in dem Part. Und am Ende des Parts heißt es dann Tschüss mit Pokémon Ultramond. Hallöchen, nächstes Projekt. Ja, für diesen Part, für diesen vorletzten Part, das ist wirklich der vorletzte Part, nächster Part ist der letzte. Ja, tut schon fast weh, aber es nimmt ein Ende. Eine lange Reise geht's zu Ende. Mehr am nächsten Part, würde ich sagen. Habt noch eine angenehme, fröstliche Zeit. Und ihr habt euch wohl, gebt einen Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfest verpassen wollt. Man sieht sich. Ciao, ciao. Adiosens. Ich bin ein Backpacker. Champs. Wir waren auch Champs. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.